bis hier bei Jonessa. Daily, daily Jonessa. Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Mittwoch und ich bin schon eine Weile wach, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich noch nicht so viel ergeben. Ich weiß auch nicht, ich habe heute gefrühstückt. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade mir zwei Scheiben Eiweißbrot gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass ich wieder Sport mache, dass ich jetzt morgens mehr Hunger habe. Keine Ahnung, vielleicht war es auch nur eine Ausnahme, weil die letzten Tage hatte ich einfach morgens keinen Hunger. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich gefrühstückt. Und ich habe auch schon Mails gemacht und sowas. Und eigentlich wollte ich ja heute joggen gehen. Na, Montag, Mittwoch, Freitag und so. Ja, aber, ja, wie sage ich das jetzt? Ich sterbe. Ich habe den Muskelkater des Todes. Ich bin heute Nacht wach geworden, weil ich mich im Bett umgedreht habe und meine Beine so wehtaten. Ja. Und das Allerschlimmste ist Treppen und sich auf Toilette setzen. Hui. Ja. Also, ich bock, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so krassen Muskelkater habe. Ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Mal, wenn ich wieder mit Sport anfange und dann Muskelkater habe. Aber das ist echt nicht feierlich und es würde halt absolut nichts bringen, wenn ich jetzt laufen gehe. Ja, deswegen habe ich es gelassen, warte jetzt, bis der Muskelkater weg ist. Ich guck mal, wie es morgen aussieht. Wenn der Muskelkater morgen immer noch da ist, mache ich vielleicht einfach Oberkörperkraft oder so. Da werden die Beine ja nicht sonderlich belastet. Ja, genau. Ansonsten habe ich heute Office-Tag eingeplant. Ich werde jetzt Videos schneiden. Ich muss noch ein paar Mails machen, was ich jetzt noch nicht, womit ich noch nicht fertig geworden bin. Ja. Und dann mal sehen, wie schnell ich durch bin. Wenn ich relativ schnell durch bin, möchte ich noch was backen. Tatsächlich. Ich habe mir nämlich mal vorgenommen, einfach mal ein bisschen mehr zu backen und nicht immer nur zu kochen. Also natürlich auch zu kochen, aber ich möchte auch mal zwischendurch backen. Ja, das habe ich mir vorgenommen, aber das ist halt abhängig davon, wie schnell ich mit meiner Arbeit durchkomme. Wenn ich dann heute Abend noch ein bisschen Zeit habe, dann werde ich backen. Wenn nicht, dann nicht. Dann verschiebe ich das. Ja. Und ich werde, will übrigens Nussecken machen und das ist total seltsam, weil ich mag eigentlich Nüsse nicht so gerne oder irgendwas mit Nüssen. Aber ich glaube, jetzt Weihnachten und davor das Jahr Weihnachten hat Laura mir so selbstgemachte Nussecken mitgebracht aus dem Thermomix. Und die sind so lecker. Ich habe keine Ahnung, warum ich die mag, aber die sind so geil. Danke, Laura, dafür. Die sind einfach unendlich lecker. Da hatten wir so ein Beutelchen von Laura bekommen und die waren einfach am selben Tag noch weg und da waren echt viele drin. Und Fabio und ich haben die einfach inhaliert, weil die so lecker waren. Und dann dachte ich, ich mache das auch einfach mal, weil die so geil sind. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht heute schaffe oder morgen. Mal sehen. Und ja, das war's, glaube ich, fürs Erste. Ich gehe jetzt ins Büro und dann sehen wir uns später, wenn es irgendwas Neues gibt. Ach, Leute, wisst ihr was? Bevor ich mich jetzt gar nicht mehr melde, zeige ich euch jetzt einmal die Bücher, die Fotobücher, das, was ich gestern noch fertig gemacht habe, weil es dauert alles viel, viel länger als geplant. Viel, viel, viel länger. Ich musste so viel noch am PC machen, zusätzlich zum Video, weil mit dem Video bin ich immer noch nicht fertig und es ist gleich schon abends, also es ist jetzt schon abends. Whatever. Deswegen mache ich jetzt kurz eine Pause, damit ich wenigstens irgendwas mal hier kurz für den Vlog mache, weil ich sitze wirklich die ganze Zeit nur am PC, so. Was soll ich da vloggen? Ich zeige euch jetzt mal kurz die Bücher. Habe ich Lust drauf. Also, das ist das allererste Buch. Also, das ist von 2018, wo wir zusammengekommen sind. Wir sind halt auch Anfang Januar zusammengekommen. Deswegen passt das ganz gut, dass man so ein Jahresbuch daraus macht. Es ist sehr dick, dadurch, dass ich halt sehr viel reingeklebt habe. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also, das ist so das Titelblatt hier, unser Zusammenkommensdatum. Dann steht da unser Jahr 2018 und dann geht's einfach los mit Fotos, mit ein paar Sätzen und so ein paar Dingern reingeklebt. So, das ist jetzt alles noch Januar, da wo man noch so Snapchat-Filter benutzt hat. Da auch, das war sogar, glaube ich, an dem Tag, wo wir zusammengekommen sind, das Bild. Da hier Bilder. Dann habe ich da auch so ein paar kleinere Fotos, so diese
Ach, die habe ich auch bei Lalalab ausgedruckt. Habe ich da reingemacht. Hier sind auch noch Briefe drin und so. Also da ist alles Mögliche einfach drin in dem Buch. So einfach alles, was ich so ganz passend fand, habe ich da einfach reingeklebt. Dann war da Valentinstag. Da habe ich Fabio diese Schlüsselanhänger geschenkt. Da habe ich auch ein Bild von reingemacht. Ich muss mal aufpassen, dass ich diese Folien nicht zerknicke. So, Foodmarkt. Dann von der Glow 2018. Sehen, wo Fabio mit mir war. Immer noch coole Snapchat-Filter. Und halt überall diese Sticker und alles, was ich halt da reingeklebt habe. Das war so süß. So, dann noch ein Brief, der da drin ist. Fotos vom Sorpesee. Also da ist wirklich alles Mögliche einfach drin, ne? Ihr seht's ja. So. Heidelberg. Einfach alles, was wir so gemeinsam erlebt haben. Urlaube und sowas. Rasieren von der Nase. Dann hier Köln, Escape Room. Paris. Nochmal Paris. Da habe ich auch so ein Ticket noch mit reingeklebt von der Bootsfahrt. Dann hier immer noch Paris. Burger. Dann hier, wo wir in Zürich waren, beim Demi-Konzert, da ist auch noch das Ticket mit drin. Masken. Da im Moviepark in Konstanz. Und alles mit so kleinen Stickers hier. Das war auch in Konstanz am Bodensee. Und genau das ist das Problem, dass hier immer mal wieder irgendwas abfällt. So. Das ist ein kleiner Nachteil daran. Dann hatten wir hier unser Halbjähriges. Da haben wir dann diese Armbänder, was wir, by the way, auch immer noch tragen. So. So. Da haben wir den Mietvertrag für unsere neue Wohnung bekommen. Da sind wir in die Wohnung eingezogen. Dann waren wir in Grömitz. Da auch. Dann ging es nach Italien. Da auch Italien. Auch Italien. Tunesien. Dann noch ein Zettel. Scheiß Mensch. Ja, wir sind sehr liebevoll manchmal zueinander. Dann hier für Fabios Geburtstag. Dann so noch ein süßes Bild von uns. Ich finde das so eine schöne Erinnerung. Hier war unser neunmonatiges. Dann hier Fotos von uns bei der Arbeit. Dann hier noch so ein paar kleine Bilder. Ein Foto von Fabio beim Schlafen. Hehe. Mit einer Qualle. Und dann kommen wir auch schon zum Dezember mit Weihnachtsmarkt. Das war Weihnachten 2018. Dann anschließend mein Geburtstag. Und Silvester. Und das war's. Und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig cool. Aber es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen habe ich jetzt für 2019 dieses Buch gemacht. Das habe ich auch bei Lalalab bestellt, wie die kleinen Fotos. Ich kann euch auch gerne mal einen Rabattcode einblenden, wenn ihr das möchtet. Ich habe selber mit meinem eigenen Rabattcode bestellt. Hier steht dann auch nochmal Fabi und Vanessa 2019. Hier ist ein Krümel drauf, was aussieht wie ein Pickel. So, da habe ich dann gestern auch noch so ein paar von diesen Kärtchen reingeklebt, weil ich das ganz süß fand. So, dann geht es da auch los mit dem Bild, was da als letztes drauf war, mit Silvester. Dann begann unser Jahr mit der Amerika-Reise, unser Einjähriges, wo wir einen Helikopterflug gemacht haben über Las Vegas. Dann so ein paar einzelne Bilder von uns, habe ich immer reingemacht, manche größer, manche kleiner. Universal Studios, Beverly Hills, Las Vegas, Malibu, also alles drin, was wir erlebt haben. Unsere Liebe zu Burgern, San Francisco, Liebe. Das war in Las Vegas, das war am Venice Beach. Wieder wir bei der Arbeit, wie Fabian in der Nase bohrt, Sport und wir beide,
Dann waren wir da im Schwarzlicht-Minigolf, auf einer Hochzeit. Nochmal zwei Bilder von uns alleine. Im Phantasialand und im Sea Life. Das auch im Sea Life, ich fand das ganz lustig. Dann Juicy Beats, Christinas Hochzeit. Nochmal von der Hochzeit, aber ich mag die Bilder so. Italien, Fabio am Einschlafen. Im Grusellabyrinth, wieder Italien. Da ist noch ein Bild aus Amerika. Noch so ein Bild von uns beiden. Ein Bild von Fabio beim Schlafen. Ein Bild von mir mit neuen Haaren. Halloween. Einfach nur wir beide. Weihnachten. Weihnachten. Und dann an meinem Geburtstag. Und Ende. Und dann habe ich da wieder noch so ein paar Sticker reingeklebt. Ich finde das so cool. Und wenn man das jedes Jahr einfach macht, hat man einfach in ein paar Jahren so coole Erinnerungen, wo man zurückblicken kann. Weil, ganz ehrlich, überlegt mal, in 10 Jahren, wer guckt sich da am Handy in seiner Bildergalerie Bilder von vor 10 Jahren an? Und dann vor allem sind die ja nicht mal, also da sind ja alle Bilder dann dabei und nicht gerade die, die man jetzt so sehen will, wie zum Beispiel in so einem Album. Da sind ja ausgewählte Bilder drin. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich das so cool. Und ich stelle mir so vor, in 10 Jahren, dann blättert man die so durch. Ah ja, da sind wir zusammengekommen. Keine Ahnung, das waren unsere Urlaube. Da kamen dann die Kinder dazu, Hochzeit und so weiter. Ich finde es so cool. Und bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Und wirklich auch von Anfang an, also von Anfang unserer Beziehung. Aber ich werde, glaube ich, jetzt immer auf diese Bücher zurückgreifen. Weil das Selbstgemachte ist cool. Aber es ist A, wahnsinnig viel Arbeit. Und B, muss man halt auch sehr vorsichtig sein, dass nicht immer mal wieder ein Bild rausfällt oder so. Und das hat man halt bei den gedruckten nicht. Ja, deswegen tendiere ich, glaube ich, zu denen. Aber wer weiß, wie es in Zukunft aussieht. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich es mega cool finde. Und ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr sowas auch macht oder ob ihr irgendwie eine andere Möglichkeit habt, irgendwie sowas cool festzuhalten. Interessiert mich voll. Schreibt mir das mal. Und ich arbeite jetzt weiter. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,